Sena hat ja von seinem neuen Flaggschiff gleich zwei Varianten rausgebracht, das Sena 50S und das 50R. Und ja, und viele fragen sich natürlich jetzt, welches ist das Bessere davon? Und genau der Frage will ich heute in meiner Folge mal nachgehen. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute soll es darum gehen, welches ist das bessere Sena, das 50S oder das 50R. Und ich will es gleich vorneweg sagen, die Frage an sich ist in der Form eigentlich falsch aus meiner Sicht, weil das Bessere gibt es in dem Sinne nicht, zumindest nicht allgemeingültig, sondern es hängt immer davon ab, was ihr jetzt wirklich von dem Gerätchen haben wollt, beziehungsweise was euch wichtiger ist. Und was ich im Prinzip in dieser Folge machen will, ist mal so die Sachen zeigen, die mir so aufgefallen sind und die euch dann hoffentlich entscheiden, für euch zu sagen, welches ist das Bessere, welches ist das Richtige für mich. Ja, und ich habe sie hier also jetzt beide mal an meinem Helm festgemacht, beziehungsweise meinen Helmen. Mein aktueller Helm ist ja hier der Schubert E1. Da habe ich jetzt in meinem Fall das 50R mittlerweile dran. Das 50S habe ich jetzt mal hier an meinen alten Helm dran gemacht, einfach um auch bestimmte Sachen dann nachher so ein bisschen zu zeigen, zu verdeutlichen. Generell rein von der Technik her sind sie natürlich beide gleich. Sie haben also beide neue Bluetooth 5 Technologie drin. Sie haben beide das neue Mesh drin, was ja auch über Firmware entsprechend auf ältere Geräte wie das 30K noch angewendet werden können. Grundsätzlich sind sie also von der Technik her gleich. Es sind halt zwei unterschiedliche Bauarten. Und hier haben wir also auch die typischen zwei Varianten, denke ich mal, die Sena generell immer so anbietet. Auf der einen Seite ein Modell mit drei Tasten drauf und auf der anderen Seite ein Modell halt mit diesem Drehrad und dem Knopf auf dem Drehrad drauf. Wenn ich hier mal kurz aus dem Weg schiebe, dann sehen wir ja, dass generell das halt immer so ein bisschen was ist, was Sena macht. Das heißt hier 50R, drei Tasten, das SF4 zum Beispiel hat die drei Tasten, das 10, was hatte ich mal, 10U hatte auch diese drei Tasten. Hier haben wir dann 50S mit dem Drehrad, genauso wie beim 10C Evo oder auch beim 20S und 20S Evo, da haben wir ja auch überall das Drehrad dran. Also das sind so, denke ich mal, die zwei typischen Bedienkonzepte, die Sena halt immer wieder bei ihren Sachen anbietet und die haben wir jetzt hier sozusagen zur Auswahl. Aber es hängt eigentlich noch viel mehr dran. Und da gehen wir vielleicht mal direkt auf die Befestigung ein. Das 50S, das hat hier so diesen typischen Sockel, den halt generell diese, ich rutsch mal wieder hier ein bisschen rum, damit man es besser sehen kann, den Sockel, auf dem man das Gerätchen halt einfach draufstecken kann. Hat natürlich auch gleich den Vorteil, wenn man das Gerät laden will, kann man halt einfach wirklich nur jetzt das Intercom sozusagen abmachen und den Helm irgendwo anders stehen lassen und kann das zum Laden dann irgendwo halt an die Steckdose hängen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten mit diesem Sockel. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr bequem, auf der anderen Seite stört mich halt dieses Teil, was hier unten so extrem übersteht. Zum einen habe ich da immer wieder, oder ist es immer wieder unschön, dass der Helm dann so in Anführungszeichen schief in der Gegend steht, wenn man mal irgendwo hinpackt. Mittlerweile, und hier sind so ganz minimale Füßchen unten drunter, kaum spürbar, und ein Knopf. Also das Teil steht eigentlich auch immer wieder hier drauf. Und was für mich eigentlich unangenehmer ist, dass ich mit diesem Überstand hier immer mal wieder gerne beim Kopfdrehen irgendwie an der Jacke hängen geblieben bin. Das passiert natürlich nicht, wenn ihr so einen hautengen Lederkombi anhabt, aber hier so eine Textiljacke, die auch gerne oben mal ein bisschen übersteht, da ist es mir halt, wie gesagt, schon zigmal passiert, dass ich beim Kopfdrehen dann hier unten an dem Teil angestoßen bin. Die Halterung, dieser Sockel hier unten, der wird halt primär oder die Hauptlösung dafür ist, dass der angeschraubt wird. Die Halterung schiebt sich also hier einfach zwischen die Außenschale vom Helm und, ich sag mal, einfach gesagt, das Styropor, was innen drin ist, der Schutz, und wird dann halt einfach verschraubt. Alternativ dazu gibt es diesen Innenteil auch noch
Zum Kleben. Also das heißt, wir müssen jetzt da nicht die Halterung innen drin reinpacken. Das haut nämlich ab und zu auch nicht hin. In meinem Fall zum Beispiel war an der Stelle jetzt gerade so ein bisschen die Mechanik von dem, also beim Schubert-Helm hatte ich so ein bisschen das Problem, da wo ich hinhaben wollte, da war gerade die Mechanik von dem Sonnenvisier drin. Hat also nicht wirklich hingehauen. Und dann kann man alternativ halt hier diesen inneren Teil ersetzen durch eine Klebehalterung. Aber da geht es dann auch schon wieder los. Bei der Klebehalterung gibt es einen Hinweis in der Anleitung, dass der zwar beiliegt, aber nicht die empfohlene Version ist von Sehner und Sehner auch keine Haftung dafür übernimmt. Finde ich immer ein bisschen, ja. Schade, solche Aussagen, aber was will man machen? Die Alternative wäre, dass die Klebehaltung halt gar nicht dabei wäre. Kann man so und so sehen, kann man sich jetzt wiederum drüber streiten. Auf der anderen Seite haben wir dann unser 50R und da geht es eigentlich fast nur mit Kleben. In irgendeiner Variante. Es sind zwei verschiedene Versionen dabei. Einmal kleben, also geklebt wird halt sozusagen immer, aber einmal hier habe ich es jetzt da auch dran mit Klettverschluss dran geklebt. Und es gibt halt auch einfach direkt geklebt. Das heißt, in dem Fall ist es halt beidseitiges Klebeband, was hier genommen wird und dann kann man es direkt an den Helm dran kleben. Und nicht mehr abmachen. Den Klettverschluss kann man theoretisch noch mal ab, also man kann es theoretisch abmachen. Allerdings ist hier das Kabel für die Kopfhörer und das Mikrofon halt nicht zum Rausziehen. Das ist fest am Gerät dran. Das heißt, wenn man das Gerätchen hier runter machen will, dann muss man eigentlich auch immer komplett innen drin das Kabel mit rausnehmen, beziehungsweise die Kopfhörer abstecken, die das Mikrofon abstöpseln. Und das sind halt keine Klinkenstecker oder irgendwas, sondern diese proprietären mini-kleinen Steckverbindungen, die Sehner da immer gerne mal verwendet innen drin. Auch hier gibt es noch zusätzlich die Variante, dass man. Wie gesagt, kleben muss man immer, aber dass man es jetzt hier auf so eine Steckverbindung oder so einen Schiebesockel macht, ähnlich wie der beim SF4 dabei ist. Theoretisch hat man hier genau dieselben Möglichkeiten, entweder doppelseitiges Klebeband oder die Klettverschlüsse halt hier drauf machen. Und dann kann man es halt auch wiederum einfach in den Helm unter die Schale drunter stecken. Auch hier kam wieder der Hinweis von Sena. Die empfohlene Verbindung ist der Klettverschluss. Die reine Klebeverbindung liegt dabei, wird aber nicht verwendet und es wird keine Haftung übernommen. Neben der reinen Befestigung haben wir auch noch ein bisschen kleine Unterschiede in der Ausstattung, wenn es dann um so Details geht, wie zum Beispiel die Mikrofone. Da haben wir bei dem 50R die Auswahl zwischen dem Schwanenhalsmikrofon mit einer kleinen Kabelverbindung noch dran oder diesem für Chat-Helme, nicht für Integralhelme, wo man es halt direkt reinkleben kann, rein kabelgebunden und dieses kleine Mikro. Beim 50S haben wir dasselbe. Also auch wieder hier das zum Reinkleben und hier haben wir zusätzlich nochmal das Schwanenhalsmikrofon ohne ein Stück Kabel dazwischen, was also direkt hier am Helm dran ist. Ideal halt immer für Chat-Helme, wo man es halt komplett außen einfach entlang führen kann. Also da also ein bisschen mehr Ausstattung hier beim 50S. Und wo das 50S auch nochmal ein kleines bisschen auftrumpfen kann, ist die Laufleistung. Also generell, man sieht es ja schon, es ist auch einen kleinen Ticken größer wie das 50R. Dementsprechend haben wir hier offensichtlich einen größeren Akku auch drin. Angegeben sind beim 50S, glaube ich, 9 Stunden für Mesh und 14 Stunden für Bluetooth-Intercom. Beim 50R sind es 8 Stunden und 13 Stunden. Mesh schluckt natürlich erheblich mehr. Ich kann jetzt auch keine genaueren Angaben leider machen. Das einzige Mal, wo ich es wirklich mal lange habe laufen lassen, hatte ich dann auch einfach prophylaktisch zwischendurch in der Mittagspause das Teil einfach mal an den Akkupack gehängt. Also ich bin sozusagen noch nicht wirklich an die Grenze gestoßen, habe es allerdings auch
Hab quasi zwischendurch gemogelt mal. Rein von der Bedienung her finde ich jetzt eigentlich auch das 50S mit dem Drehrädchen angenehmer. Ich muss gestehen, das erste Mal, wo ich hier das Drehrädchen gesehen habe, sah es für mich jetzt da eher aus wie der Schalter von einer Mikrowelle. Da muss ich gestehen, finde ich jetzt die Knöpfe zum Beispiel von dem 10C Evo oder das 20S hat ja auch den mit dem runden Knopf in der Mitte schicker, hat eigentlich überhaupt nichts zu tun, weil letztendlich ist das komplette Drehrad der Knopf. Von daher ist es eigentlich total wurscht, wie letztendlich der dieser Mittelteil aussieht. Rein von der Bedienung her, wie gesagt, finde ich es eigentlich angenehmer. Zum Beispiel einschalten haben wir ja hier bei den Geräten mit dem Drehrad, dass man das Drehrad und hier hinten diesen sogenannten Phone-Schalter, der sich hinten befindet, gleichzeitig drücken müssen. Bei den Geräten, die diese typische 3-Tasten-Anordnung haben, ist es die Plus-Taste und die mittlere Taste, die man halt kurz gedrückt halten müssen. Und da kommt für mich eigentlich so der Punkt zum Tragen, wie gut die Knöpfe zu erreichen sind. Und da ist es jetzt schlicht und ergreifend so, man stellt sich das natürlich immer so vor, wenn die Teile so vor einem liegen, und ich zeige es jetzt da mal hoffentlich hier in diese Richtung, dass man sozusagen einfach hier so schön von unten kommt und da drückt. Aber das ist halt in echt nicht so. Das heißt, wenn wir das Teil auf den Schultern haben, ist hier ja unser Unterkörper oder unser Körper, und von der Richtung kommen wir nicht dran. So wie die Hand quasi ans Gerät kommt, ist von hier. Von so schräg von vorne. Und dann seht ihr schon, jetzt wird das schon so ein bisschen, dass er halt hier so, ja, ein bisschen, tja, Fingergymnastik machen müsst, um quasi diese zwei Knöpfe zu finden oder beziehungsweise zu treffen. Und mit Handschuhen fand ich das schon recht anstrengend, das Ganze so entsprechend zu machen. Wenn das dann erstmal an ist und es geht nur noch darum, eine von den 3 Tasten zu drücken, ist es eigentlich relativ einfach. Ist damit für mich eigentlich so ein bisschen verschmerzbar. Auf der anderen Seite, wenn wir uns das jetzt halt hier bei dem angucken, wie gesagt, es ist auch eine Fingerübung, aber ich hatte halt das Gefühl, ich treffe immer leichter. Also mein Griff war dann sozusagen immer so, dass ich mit dem Daumen das mittlere Rad drücke und mit dem Finger hier dahinter packe. Hat für mich immer ziemlich gut funktioniert, und das trifft man eigentlich auch selbst mit dem dicksten Handschuh viel einfacher. Ist zumindest meine Empfindung. Ansonsten haben wir natürlich auch wieder hier Antenne, und nur kleiner Unterschied, die Antenne vom 50S wird aufgeklappt, indem man sozusagen die Antenne so ein Stückchen nach außen zieht, dann geht es hoch, und beim 50R muss man so kurz nach innen drücken, damit sie aus der Halterung rausklappt. Nächster Unterschied ist der eigentliche Knopf für das Mesh. Fand ich eigentlich hier beim 50S wiederum recht praktisch, dass er unter der Antenne versteckt ist. Das heißt, um Mesh anzumachen, muss man die Antenne ausklappen. Hat man quasi auch gleich dafür gesorgt. Ein Druck drauf ist das Ganze an. Beim 50R befindet sich der Knopf hier dahinter. Auf der Rückseite auch wiederum einmal drücken an funktioniert. Das ist soweit okay. Was dann wiederum ein bisschen schade ist, ist, dass beim 50R dieser Phone-Knopf nicht da ist. Und den fand ich jetzt eigentlich immer recht praktisch und gibt mir auch gleich die Überleitung zu dem nächsten Thema. Nämlich diesen Sprachassistenten auf den Handys. Bei iPhone ist es Siri, bei Google ist es halt der Google Assistant sozusagen, den man ja jetzt da aufrufen kann. Und da muss ich gestehen, ich habe am Anfang nicht diesen Hype verstanden, warum sie jetzt so einen riesen Aufriss machen. Ja, mit dem 50S geht das jetzt endlich mit den Assistenten, weil ich habe Siri auch schon die ganze Zeit auf meinem uralten 20S benutzt. 20S ohne Evo sozusagen. Nämlich einfach, indem man hinten einmal auf den Phone-Knopf drückt. Kurz, wenn es an ist, dann wird der Assistent aufgerufen. Und ich bin sowieso immer ein Fan davon, dass ich die Assistenten eigentlich nicht per Sprache aktiviere, sondern irgendwas mit drücken. Also das ist genauso bei mir am iPhone oder am Rechner oder an der Apple Watch. Da habe ich eigentlich abgeschaltet, dass die auf dieses Hey Siri reagieren. Sondern da immer gesagt, hier, ich will irgendwie wo drauf drücken und dann sollt ihr sozusagen hinhören und machen, was ich will.
Und das hat, wie gesagt, auch schon bei den alten Geräten funktioniert. Und da kommt jetzt halt so ein bisschen das Manko. Das 50R hat entsprechend diesen Knopf nicht. Hier muss man 3 Sekunden lang die mittlere Taste drücken, dann geht das auch. Da ist es dann aber wiederum so, diese typische Tücke dabei, bevor sozusagen die 3 Sekunden erreicht sind und der Assistent anspringt, kommt vorher noch nach 2 Sekunden oder so wie das Radio angeschaltet, und den meisten geht es dann so, es piepst es erstmal und sie lassen los, und in dem Moment haben sie das Radio angemacht statt oder die Musik eingeschaltet, statt wirklich den Assistenten zu aktivieren. Finde ich halt hier bei dem 50S angenehmer mit dem dedizierten Phone-Knopf sozusagen, ist aber wiederum eine Kleinigkeit. Und generell geht es ja so bei den 50ern, dass man das halt jetzt auch per Sprache machen kann. Was so für mich da der Punkt ist, das Hey Siri oder Hey Google ist etwas, was er halt nicht bei den, was sozusagen nicht schon das entsprechende Smartphone für euch macht in dem Moment, sondern das ist wirklich was das Sena für euch übernimmt. Das sind sozusagen jetzt 2 Befehle, die das Sena an sich dazu gelernt hat. Das heißt, dass die Geräte erkennen jetzt da diese 2 Befehle, und wenn sie die hören, dann schalten sie quasi die Assistenten ein, und ab da übernehmen dann erst die Assistenten auf dem Handy. Ich hatte halt schon in der Vergangenheit immer das Gefühl, ja, diese Spracherkennung im Sena wird besser mit der Zeit oder ist immer besser geworden, aber sie ist immer noch nicht auf dem Stand von dem, was die Smartphones dann wirklich von sich aus machen. Also ich hatte auch früher beispielsweise immer das Ding, wenn ich erstmal hier diesen Knopf gedrückt habe und es ging an, dann hat das auch jeden Satz oder jede Anfrage von mir verstanden. Aber die Befehle, die das Sena an sich konnte, da tut sich's immer ein bisschen schwer, und es tut sich auch heute aus meiner Sicht noch schwer. Also es ist besser geworden, aber immer noch nicht ganz so prickelnd. Beim 50S ist es mir halt relativ egal. Da drücke ich nach wie vor hinten einfach meinen Knopf, wenn ich den haben will, und benutze eigentlich gar nicht die Sprachbefehle. Ich kann die Leute verstehen, die halt sagen, ja, es ist aber wirklich cool, wenn du halt gar nicht die Hände vom Lenker nehmen musst und sagen kannst, irgendwas umstellen, irgendwas anmachen. Ja, definitiv ist es schicker und schöner, aber ich sage mir halt immer, wenn die Fahrsituation so ist, dass du nicht die Hand vom Lenker kurz nehmen kannst, um den Knopf zu drücken, dann solltest du auch nicht durch die Gegend schwätzen oder irgendwas generell umstellen, sondern warten bis später. Aber darum geht es ja letztendlich nicht, sondern die Technik ist da, die soll natürlich auch funktionieren. Sie funktioniert aus meiner Sicht besser, aber es ist immer noch nicht auf dem Stand, den die Spracherkennung zum Beispiel auf den Smartphones an sich hat. Und ein Punkt, der für mich natürlich immer wieder recht wichtig ist, ist mein Dual-Vlog-Setup. Darüber habe ich ja schon Videos gemacht, also auch speziell hier für die 2 Gerätchen. Generell ist es bei beiden möglich, aber die Technik ist sozusagen eine andere. Bei dem 50S war der Ansatz ja, dass wir hier diese zusätzliche Kopfhörerbuchse verwenden, die dann halt gebraucht hat, dass wir die inneren Kopfhörer ersetzen nochmal. Weiteres Problemchen, was ich hier so ein bisschen hatte, was sich rausgestellt hat, dass die Kopfhörerbuchse nicht ganz so laut ist wie der direkte Anschluss von den Kopfhörern innen drin am Gerät. Haben auch mehrere bestätigt, also da geht sozusagen ein bisschen Lautstärke verloren. Und wenn man sowieso schon innen drin Probleme hat, dass man die Kopfhörer gut verstehen kann durch die Positionierung oder wie auch immer, ist das natürlich ein bisschen tückisch. Ansonsten lässt sich es auf jeden Fall auch machen. Hier bei dem 50R war das ein Stückchen angenehmer. Natürlich braucht man auch hier ein spezielles Kabel, um halt von den diesen proprietären Anschlüssen auf einen normalen Klinkenstecker zu kommen. Allerdings hat es dann natürlich den Vorteil, dann sind wir wirklich an dem Anschluss dran, der die normalen Kopfhörer befeuern würde auch. Und da ist zumindest mir das nicht so aufgefallen mit diesem Lautstärkeverlust, nenne ich es mal.
funktionieren tut es mit beiden und es sollte mit beiden auf jeden Fall umzusetzen sein. Was beide Geräte auch mitliefern, ist mittlerweile dieses Wi-Fi-Kabel sozusagen. Das heißt, hier kann man entsprechend einstellen, dass während das Gerätchen geladen wird, automatisch Firmware-Updates gemacht werden. Meine Erfahrungen damit sind soweit durchwachsen. Also ich hatte in der Vergangenheit wirklich massiv Probleme gehabt, immer mit dem Sena Bluetooth Device Manager, heißt er ja, dass der meine Geräte am Mac nicht erkannt hat. Also ich musste zigmal probieren, bis er dann endlich das Gerät am Kabel erkannt hat und ein Firmware-Update zum Beispiel gemacht hat. Lustigerweise, seitdem jetzt dieses Kabel dabei ist, funktioniert mein Bluetooth Device Manager einwandfrei. Also bei jedem Mal, egal welches von den Teilen nicht ansteckt, zack, beim ersten Mal erkannt. Aktuell habe ich hier mit dem Gerätchen ziemliche Probleme, dass es korrekt im WLAN angemeldet wird. Wenn es dann eingerichtet ist, funktioniert es natürlich herrlich. Da sagt man einfach, okay, was willst du für Firmware drauf haben? Oder soll das automatisch passieren und so weiter? Und dann müsste es im Prinzip halt wirklich nur noch ans Gerätchen dranhängen. Und wenn ein Firmware-Update da ist, wird es automatisch eingespielt. Und damit komme ich jetzt da schon zu meinem letzten Punkt, den ich eigentlich vorstellen will. Und da geht es um das Thema, um das heikle Thema wasserdicht. Generell sind die Geräte nicht wasserdicht. Also so wie zum Beispiel Kado das sagt, die geben halt wirklich an, ihre Gerätchen sind wasserdicht. Die kann man also wirklich komplett ins Wasser werfen und da passiert nichts. Sena sagt halt, die sind sozusagen, ich weiß gar nicht, wie sie es immer ausdrücken, wassergeschützt oder sowas in der Richtung. Für mich, ich muss zugeben, ich habe mir nie einen Kopf drum gemacht, jetzt die, keine Ahnung, abzumachen. Also ich habe in amerikanischen Videos, Review-Videos gesehen, die halt dann immer so ein bisschen mit Kado betteln, die dann gesagt haben, ja, theoretisch, du musst eigentlich das Gerät abmachen, wenn es regnet. Das finde ich jetzt irgendwie total Banane. Sie sind definitiv nicht wasserdicht, aber aus meiner Sicht raus müssen die einfach so weit wassergeschützt sein, dass sie am Regen dranbleiben können und auch funktionieren. Und meine Erfahrung bis jetzt ist, dass das auch so war. Also ich habe ja mein klassisches Beispiel von der Kürbisausfahrt von letztem Jahr, wo ich wirklich den kompletten Tag im Regen gefahren bin mit dem 10C Evo in dem Fall und habe das auch bewusst aus meiner Sicht als Ersatz genommen für mein normales GoPro-Setup, was ja nicht mehr wasserdicht ist, dadurch, dass ich halt alle Klappen offen habe, um die Mikrofonkabel anzuschließen. Und ich bin mit dem Ding den ganzen Tag gefahren, im Regen, und es hat wirklich geregnet. Und das Ding hat einwandfrei gehalten und ich habe sogar zwischendurch das USB-Kabel oben eingesteckt gehabt. Also da eigentlich kein Problem. Aber es gibt offensichtlich definitiv auch Probleme. Also zwei Beispiele weiß ich zumindest anzuführen. Der Philtonic hat gesagt, dass irgendwie gerade jetzt aktuell bei seiner letzten Alpenrunde, die er da gefahren ist, dass ihm das 30K abgesoffen ist mal. Das hat sich zwar wieder berappelt, aber zumindest ist es den einen Tag ausgefallen. Und ich glaube, der echte Daniel hat in seinem Video erwähnt, dass ihm auch, und soweit ich das gesehen habe, war es ein 20S abgesoffen ist. Hat wohl auch wieder funktioniert. Er hat dann den Vorschlag gemacht, das sozusagen nochmal einzutüten. Ja, kann man machen. Wie gesagt, generell ist es halt so, dass wiederum da ein ähnlicher Satz von Sena kommt, dass die natürlich dann keine Garantie dafür übernehmen sozusagen. Und das ist für mich eigentlich der größte Unterschied. Bei Kado könnt ihr euch halt sicher sein, die sagen, das ist wasserdicht. Wenn es dann wirklich verreckt wegen Wasser, dann könnt ihr es halt umtauschen lassen, so nach dem Motto. Bei Sena seid ihr dann mehr oder minder auf die Kulanz von denen angewiesen, dass sie dann sagen, ja, okay, tauschen wir euch aus oder nicht, wenn es wirklich kaputt gegangen ist, beziehungsweise es ist natürlich nervig, wenn es euch während der Fahrt, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, ausfällt sozusagen. Aber ansonsten finde ich halt schon,
dass generell für den normalen, also wenn man nicht tauchen gehen will mit dem guten Stück, sollte das eigentlich ausreichend wassergeschützt sein. Generell ist es also hier so, hier sehen wir diese ganze Kontaktleiste, die hier erstmal offen ist, aber hier ist zum Beispiel dann an dem Sockel so ein Gummiring drumherum. Wir haben natürlich hier mehrere Knöpfe, die entsprechend abgedichtet sein müssen. Und die halt alle aus meiner Sicht zumindest so viel Wasser vertragen, dass sie bei normaler Regenfahrt oder wie auch immer da keine Feuchtigkeit innen reinlassen. Ein bisschen der Knackpunkt ist, sind halt immer hier diese Abdeckung. Und da ist halt wichtig zu sagen, da gibt es nicht einfach nur sozusagen zu, sondern da müsst ihr halt definitiv immer drauf gucken, dass die hier wirklich so. Hier, ich habe es jetzt mal reinge, also ich zeige es nochmal hier, sozusagen, die sind hier zu, ja, es ist eigentlich zugedrückt, aber ihr seht schon, hoffentlich seht ihr das, hier vorne steht so ein kleines bisschen was über, also ihr müsst auch immer richtig sehen, dass dieser vordere Teil da entsprechend richtig reingedrückt ist und dann sehe ich zumindest keine Probleme, dass es wirklich absaufen sollte. Und das war für mich jetzt halt auch wiederum so ein bisschen der Punkt. Bei dem 50R habt ihr da halt erheblich weniger Angriffsfläche, was das angeht. Er hat nicht diesen Sockel, wo irgendwas reinkommen kann. Es sind auch nur hier entsprechend oder es sind weniger Knöpfe. Und gerade hier der sich drehen muss, bietet natürlich mehr Angriffsfläche, wie hier einfach nur so Druckknöpfe, die irgendwo innen drin besser abgedichtet werden können. Aber ansonsten, wie gesagt, von meiner Seite, ich habe mir nie einen Kopf drum gemacht, dass ich irgendein Gerät da abstöpseln müsste oder sowas und hatte bis jetzt von meiner Seite zumindest auch noch keinen Ausfall, was das angeht. Ja, und das waren eigentlich so die Punkte, die ich euch jetzt da zeigen wollte, beziehungsweise anführen wollte dafür. Ihr seht schon, ich für mich habe mich eigentlich für das 50R jetzt an meinem Helm entschieden, weil ich definitiv hier unten diesen Sockel nicht haben will. Für mich bietet das halt auch einen schöneren Anschluss, dass ich hier wirklich nur dieses eine kleine Kabel habe, was jetzt hier unten drunter verschwindet. Und Größe her passt auch. Diese Geschichte mit dem Einschalten da drüber kann ich relativ gut hinwegsehen. Dadurch, dass ich halt, das ist was, dass ich halt einmal am Anfang von der Fahrt mache und dann ist es gut. Ansonsten fasse ich das Gerät eigentlich nicht großartig an während der Fahrt. Bei mir ist es zumindest der Fall. An den Mesh-Knopf komme ich relativ gut ran. Und ja, für mich war das eigentlich die schönere Lösung. Und auch die Anschluss- oder die Möglichkeiten, wie ich mein Dual-Flock-Setup unterbringen kann, finde ich halt hier eine ganze Ecke angenehmer. Von daher ist für mich jetzt da zumindest erstmal die Wahl auf das 50R gefallen, mit dem ich sozusagen jetzt mal anfangen will, die nächste Saison dann zu bestreiten. Das 50S hatte ich ja während dem letzten Jahr zuerst dran, weil ich da wiederum mein Dual-Flock-Setup zuerst zusammen hatte, was die benötigten Teile angeht. Und mit dem habe ich auf jeden Fall bis jetzt die mehr Tests gemacht. Grundsätzlich sind beide Geräte aus meiner Sicht okay und mit den Erfahrungen von Sena bisher, wie gesagt, mein 20S, das ist immer noch im Einsatz. Das erste, was ich mir gekauft habe, ist jetzt über 6 Jahre alt, hat jetzt mein Bruder im Einsatz, hat vor 2 Monaten erst das letzte Firmware-Update gekriegt und ist immer noch auf einem relativ aktuellen Stand. Wenn Sie das Ganze auch mit den 50S so durchhalten, kann man damit, glaube ich, ganz gut leben, würde ich sagen, und auch mit Verbesserungen. Von daher hoffe ich jetzt mal, dass ich für euch so ein bisschen Kriterien geliefert habe, mit denen ihr halt für euch jetzt entscheiden könnt, welches von den beiden ist das Richtige für euch oder ist es vielleicht was ganz anderes. Ja, und damit bleibt mir dann wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.